Mein Name ist Armin Diehl. Mehr als 30 Jahre habe ich das Familienweingut Schloss Gut Diehl in Burgleien an der Nahe verantwortet, das inzwischen von unserer Tochter Caroline geleitet wird. Ebenfalls seit 30 Jahren schreibe ich über gastronomische Themen und über Wein und organisiere und leite kulinarische Weinreisen in die wichtigsten Regionen in Frankreich, in Italien, in Österreich, in Spanien und in Deutschland. Und darüber möchte ich Ihnen einiges erzählen. Ja, heute sind wir in der Wachau im Donautal, einer der wirklich spektakulären österreichischen Weinregionen, die maßgeblich zur Renaissance des Ansehens des österreichischen Weines beigetragen hat. Die Region wird begrenzt geografisch durch zwei Klöster, Stift Göttweig im Osten und das Stift Melk im Westen. Und von dort aus hat man einen atemberaubenden Blick auf die kühnen Weinbergsterrassen, wo auf Urgesteinsböden seit Jahrhunderten ganz vorzügliche Weine entstehen. Die Wachau ist Weißweinland und dort dominiert der grüne Veltliner, eine Rebsorte, die in vielen österreichischen Weinregionen angepflanzt ist, aber in der Wachau ganz besondere Ergebnisse erbringt. Im Jahr 1984, noch ein Jahr vor dem Glykol-Skandal, der aus dem Burgenland kommend das Ansehen des österreichischen Weines doch arg in Mitleidenschaft gezogen hatte, also bereits ein Jahr davor, haben vier berühmte Winzer einen Schutzverband, die sogenannte Vinea Wachau, gegründet, in dem festgelegt wurde, dass nur Weine aus der Wachau-Region dort angebaut, ausgebaut und abgefüllt werden durften. Es wurden drei Geschmacks- und Qualitätskategorien eingeführt. Zum einen der Steinfeder für leichte, spritzige Weine. Zum anderen der etwas gehaltvollere Federspiel für mittelgewichtige bis kräftige Weine. Und als Krönung des Sortiments den sogenannten Smaragd, der auf die in den Weinbergsterrassen vorkommende Smaragd-Eidechse zurückzuführen ist. Denn Smaragd als Krönung des Sortiments für die Weine mit 13 Volumenprozent und mehr. Diese Weine haben allesamt trocken zu schmecken und sie dürfen gemäß dem Codex Wachau, einer Charta, in dem die Wachauer Winzer vor einigen Jahren ihre Kriterien festgelegt haben, weder aufgebessert noch in neuen Eichenholzfässern gelagert sein. Also sie sollen dem natürlichen Charakter der Wachau ideal entsprechen. Die Rebfläche der Wachau umfasst insgesamt 1400 Hektar, wovon nur etwa 10% mit Riesling bepflanzt sind. Das ist im Vergleich zum grünen Veltliner, der die Region dominiert, wenig, aber diese Rieslingweine, die dort entstehen, haben durchaus bei internationalen Blindverkostungen bewiesen, dass sie zu den besten Rieslingen der Welt zählen können. Apropos Riesling, ich habe heute einen meiner Lieblingsweine aus der Region geöffnet und möchte Ihnen jetzt den Riesling Smaragd Jahrgang 2015 vom Weingut Prager Gewächs Bodenstein erläutern. Zarte goldgelbe Farbe, wunderbares mineralisches Bukett. Wow, da kommt eigentlich alles das zum Tragen, was die Wachauer Weine auszeichnet. Diese Mineralität, diese Frische, aber zugleich auch der Stoff und der Gehalt, der diesen Wein zu einem idealen Speisenbegleiter macht. Und dann bin ich gleich bei meinem Lieblingsrestaurant, nämlich dem Landhaus Bacher in Mautern, das nicht ganz genau in der Wachau liegt. Man überquert die
Donau und ist dann gleich in Mautern. Und sie gilt als die Königin der Kulinarik in der Wachau. Gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn kocht sie dort auf erstklassigem Niveau. Ihre Töchter kümmern sich um das Wohl der Gäste im Saal. Und das ist eine Adresse, die ich ohne jede Einschränkung empfehlen möchte. Bis in die 60er Jahre hinein bildet die Wachau eine integrale Einheit mit den benachbarten Regionen Kremstal, Traisental und Kamptal. Im Kamptal sind auch einige berühmte Weingüter zu Hause. Zum einen das Weingut Bründelmeier in Langenlois, die bedeutendste Weinstadt Österreichs, und in Gobelsburg das gleichnamige Schloss Gobelsburg. Die Weinbergslagen im Kamptal sind vielleicht nicht ganz so spektakulär wie in der Wachau, aber dort gedeihen auf unterschiedlichsten Böden Permgestein, Schotter und Sandterrassen nicht nur exzellente Weißweine, sondern auch Rotweine, Pinot Noir, also Spätburgunder. Und Schloss Gobelsburg hat in den letzten Jahren ebenso wie Bründelmeier auch mit hervorragenden Sekten von sich reden gemacht. Um sich ihr eigenes Urteil zu bilden, ob die Weine nun in der Wachau, in Krems oder im Kamptal mehr ihren Vorlieben entsprechen, lade ich Sie ein, einfach mit mir zu kommen. Und würde mich sehr darüber freuen, wenn wir dort die besten Weine gemeinsam verkosten. Sehr zum Wohl. Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich sehr freuen, Sie alsbald wieder auf meiner Homepage armindeal.com begrüßen zu dürfen.